Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Form 1 2012. Zum 10. Saisonverlauf jetzt in Deutschland. Yes, die 11. der Saison quasi dann. Beenden wir mit dem Deutschland Grand Prix und wir sagen einfach mal, wir springen. Noch nicht ins Training, nein. Wir schauen uns kurz das Wetter an. Sonne bewölkt, leichter Regen. Das verspricht Unterhaltung pur. Für euch. Nach dem schönen Sieg in Großbritannien wollen wir einen Sieg in Deutschland doch holen, oder? Vor heimischer Kulisse im Lotus. Wer wir schon für das Team, das den Sieg schaffen und auch für mich bitte. Für den Fahrer. So, ja, es ist sehr, 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 sehr wolkenlos. Tut irgendwie sie keine Wolke. Wir haben keinen Test diesmal. Obwohl wir noch einige Tests hinter uns haben hier. Aber erstmal haben wir das Setup. Wochenende für das Team. Die Erwartungen sind entsprechend hoch. So, schauen wir mal ganz kurz die Reifen an. Die harten sollen hier 28 Runden halten und die weichen sollen hier knappe 19 Runden halten. Team mit deines Duell führe ich mit 4:1. Schnellste Runden gönnen immer noch die Roma, ja. So, wir schauen mal ganz kurz auf das Wetter. 0042. Naja. Das bin ich jetzt nicht so der richtige Fan von. So, tun wir mal ein bisschen Sprit rein. Für 15 lange Runden. Wir werden diesen Motor dann auch noch wechseln. Auf geht's. Voraussichtlich werde ich ihn wechseln. Mit 85% habe ich keine Lust mehr hier. Werde ich einen neuen Motor einpflanzen. So was für mein Heimrennen, da möchte ich ja was. Da möchte ich die volle Leistung haben. Und nicht mit so einem Halbgasgetriebe oder Halbgasmotor hier arbeiten. Rückblenden sie weiterhin aus. Weiterhin auf Legende. Alles ist sehr bekannt bei mir mittlerweile. Für die Stammzuschauer. Ob wir hier im Lotus noch eine bessere Top Speed bekommen. Nein, kommen wir auch schon früh in den Drehzahlbegrenzer. Verbremsen wir uns mal ganz leicht schon mal. Bevor es dann hier rausgeht. Gleich rein ins Motodrom an der Mercedes Arena. Wo Norbert Hauke seinen Rücktritt bekannt gegeben hat. Jetzt geht's rein ins Motodrom, in diese schnelle Rechtskurve. Und lass ich den da hier verkürze ich sehr, sehr gerne ab. Und ob Start und Ziel. Und wollen wir mal loslegen. Weil hier das Auto scheint gut zu liegen. Und mir besonders die Strecke. Nur mit dem Käse muss ich jetzt schauen. Im Williams war das, glaube ich, damals ein bisschen einfacher. Strecke kommt man, glaube ich, mehr entgegen. Eins 18:9.
Aber jetzt seht ihr schon mal langsamer. Schumacher langsamer, Petrov langsamer. Es wird natürlich jetzt schon alles im Training rausgeholt aus dem Wagen, was nur geht. Nochmal eine Zehnte schneller. Yes, also ich fahre hier sehr, sehr gerne. Auch den ganz alten Kurs bin ich sehr, sehr gern gefahren. Auto liegt sehr, sehr gut hier. Jawohl. Also ich kann wirklich voll ans Limit gehen. Mal schauen, ob ich den siebten Gang noch länger kriege. Ich will doch hier für Anfänger die Bremsprünge sind leicht zu merken. Im Turmwagen fährt man die Kurve so weit nach außen, aber nicht im Formel 1 Wagen. Etwas zu weit rausgekommen. Nochmal eine Zehnte schneller. Die Strecke ist voll. Vollbesetzung gerade. Also ich hoffe, dass ich die Pole Position rausfahren kann. Fast noch mal schneller.
Oh mein, deutsches Duell gerade hier. Und ich bin sogar auf Bestzeitkurs. Hammer Schwede, ey. Da hätte er gut Platz gemacht. Romain ist momentan auf Platz 9. Wieder Eingang Motor drum. Oh, da habe ich jetzt zu spät gebremst. Also ich fliege hier jetzt schon über den Kurs. Die Zeit im ersten Sektor war gut, aber in den Sektoren 2 und 3 verlierst du etwas. Nummer 2 Zehnte gefunden. Das Auto liegt perfekt. Ich würde aber leider hinter der La Rosa weiterfahren. Es gibt ja eigentlich nur eine Stelle, wo ich den überholen kann, das merke ich gerade. Diese Stelle kommt jetzt. Und vorbei. Auch wieder so ein typisches Manöver, aber jetzt Rosberg vielleicht auch noch. Ricardo ist ja ganz langsam gefahren auf der DR-Linie. Boah, hab ich einen Spaß gerade. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das ist, wenn man viel möchte und viel riskiert. Aber wie gesagt, dafür ist das Training hauptsächlich für mich da. Das Auto jetzt schon an die Grenzen testen. Der erste Sektor geht noch 2 Zehntel mindestens schneller. Sie wollen nicht Mercedes bei der Mercedes Arena. Ja, passt ja. Aber mit denen ist Tribüne, wie auch immer. Das passt doch, ey.
Schau doch mal den Unterschied zwischen De La Rosa und mir an, ey. Sagen wir es mal ein bisschen intelligenter gelöst. Aber die Reifen wollen jetzt auch nicht allzu schnell ab. Was ich auch schön finde. Oh, leicht verbremst. Das hat ja gewonnen, ich fahre mal meinen Sprint noch zu Ende. Also wie gut die Hinterachse hier liegt, das gefällt mir. Sieben Zehntel nehme ich mit, das ist viel. Das Beste ist, ich kann noch zwei Zehntel schneller. Immer noch zwei Zehntel. Aber jetzt merke ich doch schon, dass die Reifen im Motordrom abbauen. Also mit Lärmtank, da ist doch noch mehr drin. So ein 17,7 fahre ich schon. Hier bin ich ja richtig konkurrenzfähig, also hier muss der Sieg her. Was ist denn, das ist eine Welt mit Lotus und Williams hier, mit dem vor allen Dingen hier. Was ist denn da nur mit weichen Reifen bei mir noch möglich, ey? Nochmal, ey, nochmal ein bisschen schneller, also 17,0. Immer noch ein bisschen schneller.
vieles drin hier. Wow, knapp langsamer. Aber über eine Sekunde. Das ist schon eine Bank, ey. So. Du hast fast kein Benzin mehr. Fast kein Benzin mehr. Komm in den nächsten. Der Reifenbau, der dauert hier. Den habe ich jetzt so ein bisschen simuliert hier. Mal wieder. Aber. Also den Hockenheim kann ich besser fahren als den Nürburgring. Nochmal schneller. Ich habe nochmal was im Sektor gefunden. Ne, bei 100 kann ich da nicht bremsen, das ist zu spät. Ich schalte gerade ein bisschen manuell. Ne, den Pick greife ich jetzt nicht mal an. Wir gehen jetzt mal in die Boxengasse zurück. Hier muss man auch aufpassen, dann hier ist nämlich Kies hier links. So, ab in die Boxengasse. Und ein Blick auf den Zeitenmonitor. Also mehr als überlegen bin ich ja jetzt vorne hier. Und dann muss ich echt im Regen auch noch fahren. Oh. Typisch Hockenheim-Wetter, sage ich. 1,3. Vielleicht solltest du rausfahren. Im Moment ist es ziemlich ruhig auf der Strecke. Du kannst sogar nur ein paar Zehntel schneller fahren. Boah. Ich würde sagen, wir brauchen gar nicht auf weich gehen hier. Wir können die Zeit mal ganz kurz vorsimulieren. Das ist ein Holz, ey. Das ist viel, das wird auch reichen. Ich trainiere, ich teste jetzt nicht. Wir werden den Motor wechseln. Und das war's dann mit dem Training. 1,3. Platz 1, gut gemacht. Wir wissen nicht, wie viel Sprit die anderen an Bord hatten, aber das ist auf jeden Fall ein tolles Ergebnis. Ja, das muss ich jetzt nur noch wiederholen können. Im Qualifying. Qualifying 1. Und die Wolken sind immer noch wolkenlos. Und mein Ziel ist, wenn der siebte oder besser, ich habe eigentlich nur ein Ziel. Das ist die Pole Position. So, ein neuer, frischer Motor. Wir wissen, dass du problemlos die nächste Session erreichen wirst. Mach nicht zu viel Druck. Ne, hab ich schon nicht vor. Wir wollen das ganz gemütlich angehen hier. Den Sieg vor Augen im Regen. Na, er ist aber die Pole Position. Die muss als erstes reingebracht werden.
Aber ich denke mal, dass das nicht allzu sehr das Problem sein wird. So. Das Problem wird eher der Verkehr gleich sein. Deswegen gehen wir schon mal raus. Jawohl! Jetzt geht es natürlich damit auch fett auf die Reise. Wollte eigentlich noch gucken, ob der siebte Gang noch länger geht, habe ich jetzt nicht gemacht. Keine Lust, jetzt noch am Setup rumzubasteln. Boxenstopp, denke ich mal, verliert man hier nicht allzu viel Zeit. Das Wichtigste ist es halt nur straffrei durch die Runde zu kommen. Reifen sollten hier schnell auf Temperatur mal kommen. So, scheiß Pick fährt schon mal auf weich. Ich denke, meine Dreischubstrategie maximal. Problem ist, ich muss jetzt auf Pick Abstand lassen. Aber das hat Zeit gekostet. Zwei. Schlechter ist der Sektor. Und verbremst. Ich hoffe auch schon wieder auf und das ist auch blöd. Ja. Jetzt habe ich freie Bahn gleich hier. Ey, ist doch grauenhaft. So, brechen wir die Runde ab. Ganz relaxed. Die nächste fahren wir auch noch nicht voll. Mit deiner letzten Runde hast du dich auf Platz 6 vorgearbeitet. So, dann machen wir den Reifendreck hier runter. Fahren. Ah, müsst ihr da vorne langsamer fahren jetzt. Rosberg 1 18-0. Timo Glock lässt mich auch noch vorbei. So, jetzt sind glaube ich nur noch ein paar in der Box. Soll jetzt am besten eine Lücke haben. Und die Reifen bauen jetzt hier nicht ab. Du bist auf Platz 13 zurückgefallen. Wollte gerade sagen, jetzt habe ich keinen Verkehr vor mir, da kommt schon jemand raus.
Du musst an die Box, bevor dir der Sprit ausgeht. Komm in den nächsten zwei Runden rein. Lass mich die Runde einfach noch zu Ende fahren. Du musst mindestens Platz. Ja, hier hab ich schon. Hab ich das schon. Hab ich schon. Ich weiß, ein 16,6. Und das ist immer noch auf Legende. Damit liegt dieser Kurs einfach. Das ist einfach mein Kurs hier. Romain ist momentan auf Platz 7. So, Romain Grosjean ist 7. Wäre aber auch weiter. Kovalainen momentan auf der 4. Button, euer 2. Also Button und Vettel müssen aufpassen hier, wo sie am Ende landen. Weil so wie ich momentan hier fahre, ja, das ist ja eine andere Liga. Hier bewege ich einfach den Lotus perfekt über den Kurs. Boxengas ist hier sehr, sehr kurz. So, ein Blick wieder in den Zeitmonitor. 1,3. Sektoren hinter dir. Da werden sie mich, glaube ich, nicht attackieren können. Eine Sekunde, ey. Perez weiter, Button 3. Komm, kannst du gleich weiter simulieren hier. Aber ich gucke gleich echt, ob das noch Legende ist hier. Danke, Q2. Weiter. Du hast Q2. Wer ist denn ausgeschieden? Felipe Massa mal wieder im Ferrari. Ich könnte es ja riskieren, auf Fahrt zu fahren. Da es aber regnen soll, ja? Fahr ich mit Weich, ja? Also meinst du, sie sagen nur noch, wer holt die Pole Position? Nichts anderes mehr. Ich denke auch mal, dass ich hier problemlos eigentlich weiterkomme. Nur der Verkehr ist hier entscheidend. Runde ist viel, viel kürzer. Und los geht's. Setzt die Reifen rauf. Es geht los. Selbst der Red Bull fährt schon raus. Vorhin bin ich 1,16 gefallen, sollte ich 1,15 hochfahren können. Hinter mir ist weit und breit keiner. Zeige ich gleich erstmal Abstand.
Jetzt fange ich an, Gas zu geben. Weil ich hoffe, dass ich es auf eine Runde schaffe. So, jetzt sind wir aus der Boxengasse raus. Neu, nicht die beste. Aber ja, leicht verbremst. Ich fahre eigentlich schon über den Tellerrand. In 16,7. Fantastisch, das war die schnellste Runde. Dass ich auch noch nicht ganz zufrieden bin. Noch mehr geht. Da, 1:15:09, bitteschön. Da habt ihr jetzt eine Nummer zu knacken. Damit bin ich sicher weiter. Also Hockenheim ist meine Strecke. Hamilton zweiter, Button dritter, Maldonado vierter. Du hast fast kein Benzin mehr, Ja, komm rein. Zwei Runden an die Box. Auch dieses Motodrom, das fahre ich auch so gerne. Das macht so viel Fun hier. Also zum Hockenheim könnt ihr mich immer einladen. Zum im Spiel, zu einem Rennen. Ich bin da immer bereit für. Es wird ein schönes Rennen. Für mich zumindest ein schönes Rennen. Aber mit dem Regen ist ja noch Spannung dann enthalten.
Ja, ich denke mal, dass es dann in Ungarn dann wieder anders aussieht. Eine Sekunde. Grosjean ist, glaube ich, gerade so drin. Jawohl. Q3 erreicht. Gut gemacht. Ausgeschieden. Nico Rosberg, Bruno Senna, Michael Schumacher auf der 13 auf der Unglückszahl. Mal wieder. Nico Hülkenberg auf der 14. Dann kommt Paul Di Resta auf der 15. Und beide KTM, Kovalainen und Petrov auf dem letzten 16 und 17. Jetzt holen wir uns die Pole Position. Im Qualifying 3. Im immer noch trockenen Qualifying. Welche 7. oder besser sollte nicht das Problem darstellen, wenn ich keinen Abflug riskiere hier. Ja, genau. Holen wir uns die Pole. Schaffe ich eine Sekunde oder schaffe ich keine Sekunde? Das ist ja die Frage aller Fragen. Das wirkt jetzt, ich habe wirklich nichts in der Einstellung geändert. So, jetzt keine Strafe, es ging ganz weit nach rechts. So, ganz weit nach rechts. Eine Strafe wäre jetzt echt das Schlimmste überhaupt. Was gibt es denn Schöneres, als im Heimrennen vorne zu stehen? Gar nichts. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen Abstand lassen. Weil jetzt zählt es. Sehr weit rausgekommen. Ein 16-3. Romain ist momentan auf Platz 7. Siebter, okay. Hamilton zweiter, Vettel dritter. Einer macht da mal ganz langsam.
Hamilton zweiter, Button dritter. Spricht die Runde auch ab. Alonso fährt durch. 1:16:3 sollte eigentlich reichen. Tunnel auf sollte. Wenn nicht, trete ich mich in den Hintern. Mal, was sind die vorhin gefahren? 1:17:0, ne? Das sind 14. Das sollte eigentlich echt reichen. Halbe Sekunde habe ich Vorsprung. Weiter wird aber Dritter, das war's. Hervorragende Leistung, du hast die Pole Position. Yeah! Ich kann mich eigentlich gar nicht darüber freuen, weil das eigentlich schon so offensichtlich war. Was ist denn mit Grosjean los? In Großbritannien hat er doch die Pole gemacht, hat er den 10. Platz, ey. Aber eins, wir haben den ja wirklich mal klassiert nach hinten, ey. Also ich gerade von der Pole Position, was ich auch gesagt habe, was zu erwarten war hier. Lewis Hamilton auf der 2. Da ich noch als Puffer dazwischen. Dann kommt Vettel und Button und dann schon Kobayashi. Also so langsam ist klar, wer mein WM-Rivale hier wird. Also da Vettel und der Button. Kobayashi und Perez auf den 5 und 6. Könnte spannend werden. Aber noch, wenn der Kobayashi wieder so ein Rennen zeigt wie Großbritannien, dann freue ich mich. Mark Webber nur auf der 7. Also ich höre echt deutlich mehr aus dem Lotus raus als Romain Grosjean. Yeah! Wer der 7. oder besser haben wir hier erreicht. Teamkollege wurde 10. Danke, Hamilton. Pole Position. Warum soll ich das hier wechseln? Gibt es dafür überhaupt eine Begründung? Das und noch vieles mehr im Rennen. Bis dann.